Hey Leute, hier ist Aldemar mit dem wunderbaren, allseits beliebten Mountain Blade Bannerlord. So, einiges passiert, ich weiß gar nicht mehr was, als auf jeden Fall habe ich gestreamt. Ich habe eine neue Stream-Kampagne angefangen, als Crusade. Und jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, ich weiß nicht mehr, was wir zuletzt gemacht haben. Ich glaube, ihr habt das nicht gesehen, und zwar habe ich meinen Charakter ausgestattet mit leichteren Rüstungen, damit er ein bisschen schneller ist, aber irgendwie sehe ich keinen Unterschied. Auf jeden Fall hat er jetzt ein bisschen mehr schniekere Klamotten an, ist auch ein bisschen weniger Rüstung. Den Penner Kolbeneisenbeamt, das ist nur mal ein Schild. Wir holen uns noch einen Bogen wieder, auf jeden Fall. Keine Sorge. Das habe ich gemacht und dann haben wir, wie ihr seht, ist auf einmal alles deutsch. Ich habe den Mod installiert. Danke nochmal für die vielen Hinweise. Ich hatte halt ein bisschen Angst, den zu installieren. Und ihr habt mir aber Mut gemacht, das zu machen, weil der soll gut laufen. Also, hier sag mal, wir testen das ein bisschen aus mit dem Deutsch-Mod. Soweit, so gut ist der richtig schön gemacht. Und ich habe auch ziemlich viel negatives Feedback bekommen, was mir gefälligst einfallen würde und diverse Beleidigungen und den Mod nicht zu installieren. Also, falls du jemand bist, der das gesagt hat, bitte geht woanders Videos gucken. Ich kann euch hier nicht gebrauchen. Ja? Also, wie auch immer. So, weiter geht's. Wir gehen jetzt einen Lord suchen von Batania und sagen dem, pass auf, Junge, entweder machen wir Frieden oder ich knüpfe dich auf. vielleicht können wir noch eine Karawane unterwegs überfallen oder so. Oh, sehr gut. Also wir suchen einen Lord und sagen dem, wir wollen Frieden mit Batania, dann können wir nämlich hoch zu diesem Typen gehen und machen die Drachenbanner-Quest weiter. Also, übergebt mir eure Waren oder sterbt. Wir müssten das noch ausnutzen, bevor wir Frieden haben mit allen. Und danke auch nochmal für den Hinweis. Mir wurde gesagt, hier, mach doch mal, sende Truppen, aber nur gegen Banditen. Dadurch kriegen deine Einheiten viel mehr Level. Und ich mach mal hier nochmal die Icons aus. Und ich habe das ausprobiert im Stream. Das ist richtig krass. Danke nochmal dafür. Also, wenn ihr leveln wollt, eure Truppen, schickt immer Sendetruppen und macht's nicht selber. Das ist auf jeden Fall cool. Ich habe auch ein bisschen Belagerung geübt und mit den Formationen und so, damit ich bei der nächsten Belagerung auf jeden Fall besser vorbereitet bin. Also zum Beispiel bei der Belagerung immer andere delegieren lassen, damit die KI besser auf die Mauern geht und so. Oh, geil. Wie viel Bogenschützen wir haben, ist das geil. Loose Formation! Ich weiß aber nicht, ob die kommen. Boah, Alter, guck mal. Genau so muss das sein. Vorwärts. On my flank. Weiß halt nicht, ob die kommen. Die schießen auf jeden Fall. Get moving. Footman, forward. Ich weiß auch jetzt, wie die Bogenschützen die Position halten, ohne sich umzudrehen. Ich gehe aber jetzt mal gucken. Und zwar glaube ich, dass das ich jetzt rausgefunden habe. Ich konnte es noch nicht so richtig testen. Okay. Hier hin. So, dann sagen wir. Onwards! Ready this way! So, jetzt können wir sagen, nach da gucken. Towards the enemy! Jetzt sagt er towards the enemy, aber eigentlich. Wheel! Look that way! So, jetzt müssten sie eigentlich stehen bleiben. Ich hoffe, es funktioniert. Jetzt schießen sie auch zurück. Aber wir haben mehr Pfeile. Schießt, Leute! Oh, jetzt bewegen sie sich. Kavallerie! Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Infanterie! Da gehen sie down. Eins, zwei, da fallen sie. Die Kavallerie geht rein. Jetzt schießen die Bogenschützen schön in die Flanken der Kavalleristen. Sehr schön. Genau so. Jetzt lassen wir die Infanterie auch rein, damit sie nicht mehr im Weg sind. Ja, da hinten sind nur noch ein paar Bogenschützen. Die sind ja auch gleich Matsch. Guck, sie bewegen sich jetzt nicht mehr mit. Habt ihr gesehen? Aber die Infanterie schon. Die Nahkämpfer. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Also, ihr drückt 1. Gegenüberstellen, Gesichtsausrichtung. Und dann müsst ihr sagen nochmal, drückt ihr, haltet die F2 gedrückt, dann ist der Pfeil hier. Und dann drückt ihr wieder auf 1. Und dann geht das irgendwie so. Ja, da müsst ihr mal ein bisschen rumprobieren. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. So, das ist jetzt hier vorbei. Die Westen haben gewonnen. Leider wieder ein bisschen duster gewesen. Aber naja, egal. Oh, Vlandischer Karawanenmeister. Oh, Vlandischer Veteranen-Karawanenwache. Jo,
Ich gewöhne mich mal jetzt ans Rekrutieren der Gefangenen. Und, oh, Truppen, 20 Plünderer. Nee, brauchen wir nicht. Wir haben einiges an Truppen. Sehr schön. Kamele, etc. Gehen wir nochmal verkaufen? Komm, gehen wir nochmal kurz nach. Jetzt sind wir ja nochmal hier. Ich glaube nicht, dass ich, wir haben 43.000. Damit sollten wir erstmal auskommen. Und ich muss meine Geschäfte nochmal umbauen. Ihr habt mir auch da gute Tipps gegeben. Aber ihr kennt mich. Es dauert ja mal ein bisschen, bis ich dazu komme, ne? Schaf! Da steht doch immer, wo die besten Verkaufspreise sind. Ach, egal. Wir kaufen uns ein neues. Sobald, Pelz. Pelze oder Leder? Im Norden holen und im Süden verkaufen. Da habt ihr mir auch gesagt. Das ist auch ziemlich gut zu wissen. Bolzen. Ich kann natürlich nicht immer alles umsetzen, Leute. Denkt immer daran, ja? Ich bekomme gerne Tipps. Aber unfreundliche Tipps könnt ihr gerne runterschlucken. Und da verdauen, ja? Die kann ich nicht gebrauchen. Du Vollidiot. Man sieht, du hast noch nie Mountain Blade gespielt. Englisch ist nicht meine Sprache. Okay. Nee, da Bogenschütze und da planische Infanterist. Ich muss die nochmal sortieren. Störrischer Krieger. Störrischer Krieger. Kennt ihr die störrischen Krieger? Okay. Ich kann noch ein paar. Ja, ich habe ja Gefangene, die können wir rekrutieren. So, jetzt suchen wir mal einen bartanischen Lord. Proll ein bisschen rum. Und dann sagt er, okay, ich gebe auf, bitte Frieden. Ich habe das nämlich schon ausprobiert. Ich habe leider die Aufnahme neu starten müssen. Das geht wunderbar. Der war hier, aber ich glaube nicht, dass der jetzt hier wieder rumtingelt. Deswegen. Wir gehen einfach mal bei den. Oh, ich dachte schon. Gebirgsjäger. Gebirgsbanditen, Entschuldigung. Dorfbewohner von Uschank. Nee, die will ich nicht platt machen. Komm, jetzt bitte kein Riesenlord. Da! Das ist der gleiche! Das ist so Ranul, genau. Komm her! Nein! Ah! Keine Sorge, es ist dein Glückstag. Tatsächlich. Und so, jetzt, wir wollen das besprechen. Ich will, unsere Reiche sollten Frieden schaffen. Das ist ziemlich verbuggt. Ich meine, ich bin in keinem Reich. Ja? Und jetzt, Frieden und fertig. Angebot angenommen. Und schon haben wir Frieden. Dass der das entscheiden kann, ist lustig, ne? Naja, so. Ja, weiß gar nicht so. Was ging jetzt ab? Jetzt gehen wir nach Marunat. Und reden mit dem wunderbaren Arzagos. So, und der labert jetzt natürlich. Ich fasse das mal zusammen. Mein Name ist Aldemar. Bla, bla, bla. Ich glaube, ich habe ein Stück des Drachenbanners von Caradia. Ist das wahr? Nun, das ist interessant. So, dann labert er von das Banner, gehörte Caradios, bla bla, ist ein Caradia eingefallen, so und so. Und wer das Banner hat, kann alles vereinen, aber er muss ein wahrer Sohn Caradios sein. Und er stammt von einem Volk an, ab namens, Paneik oder so. Und das ist die alte Sprache und das böse Imperium hat das ganze Land unterjocht und nimmt allen die Götter und den Glauben ab und alle sollen das vergessen und er will das gerne wieder rückgängig machen. Ja? So, dann sagt er, bevor ich antworte, müssen wir voneinander wissen. Ich weiß nicht, was sie über mich wissen. Ich war ein Bürger des Imperiums, war ein Kommandant der kaiserlichen Armee. Aber ich bin kein kaiserlicher. So, jetzt fängt er an mit dem, ich bin das, was man ein Palaik, was sie ein Palaik nennen. Palaisch ist eine Sprache, die nicht mehr gesprochen wird. Außer einigen wenigen alten Menschen. Selbst das Wort Palaisch ist kaiserlich. Wir sind ein Volk, das vergessen hat, wer es ist. Das Imperium und die Kniezerstörung ist halt Rom, übernimmt ein Land und dann müssen die, ne, alles von Rom glauben und annektieren, bla bla bla. Nichts kann das Volk der Palaisch zurückbringen. Sie sind jetzt kaiserlich, aber es ist eine Beleidigung für unseren Namen, für unsere Götter und für unser Gedächtnis, dass der Staat, der unsere Heiligtum und Befestigung zerstört hat, fortbestehen und gedeihen soll. So, ich habe geschworen, dass dieses Reich den Bürgerkrieg nicht überleben wird. Wenn ich etwas tun kann, um ihn zu verhindern, Und glauben Sie mir, wenn ich dieses Banner hätte, könnte ich sehr viel tun. So, ich glaube, der wird das am liebsten für sich selbst haben. Wir sagen jetzt, auch ich würde das Imperium zerstört sehen wollen. Ich bin nicht sicher, also deswegen, wir teilen einfach mal die Ansicht. Scheißegal. Gut, dann werde ich euch sagen, was ich weiß. Ich habe von anderen Teilen gehört. Okay, so, bla bla bla. Bla bla bla. Können Sie mich zu mir zurück, sobald Sie das haben? Machen wir. Ist die Frage, ob wir zu ihm zurückkehren wollen. So, das Banner ist jetzt hier in dem Versteck. Da. Ah, wieder. Oh, guck mal hier. Wir haben wieder ein paar Level oder so. Mann, dieser Seeräuber. Was brauche ich? Sie brauchen eine disziplinarische Vergünstigung, um einen Banditentruppe zu einer.
disziplinarische Vergünstigung. So ein sehr deutsches Wort. So, und es ist gerade Tag. Jetzt müssen wir wieder warten. Versteck. Ja, am besten, ne? Banditengruppen überfallen und Truppen senden, anstatt mitzukämpfen. Damit könnt ihr super leveln. Das ist einer der besten Tipps, die ich erhalten habe. Meine Güte, ich hätte nicht gedacht. Aber nur Banditengruppen. Alles andere kann schief gehen. Angriff. Okay, los geht's. Ah, scheiße, ich hab keinen Bogen, ne? So, dann machen wir das mal. Cool, hier waren wir noch nicht, ne? Superschöne Karte. Aber leider sind der Hinterhalt-Quests immer ziemlich Banane. Angriff! Hä? Redet er nicht mehr? Achso, wir sind ja quasi im Hinterhalt. Hinterhaltsmodus. Was haben wir denn hier? Landischer Ritter? Wahrer Langmesser? Ich finde blöd, dass die Nachnamen haben. Wäre cool, wenn die nur Vornamen hätten. Leserlied. Etc. Kann man die besser auseinanderhalten. Ah, da unten ist einer. Oh, tötet ihn mit dem Bogen. Oh, schade. Jetzt hat er gewechselt. Zu Lappen, ey. Schilder benutzen, Leute. Guck, wir sind nicht wirklich schneller. Ich brauche immer noch zwei Schläge mit meinem Knüppel. Gegen halbnackte Lappen. Feuer frei. Ach, Feuer einstellen, im Ernst? Klar, lol. Jetzt werfen sie doch mal ihre Speere. Oh, guter Schuss. Wo? Entschuldigung. Geil. Ich muss doch mal die in ihre Level zuteilen. Die müssen doch mittlerweile was... Ah, da sind sie. Ich würde mal sagen, wir prügeln die einfach tot. Scheiß aufs Duell. Ich duelliere mich nicht mit Räubern. Nichts da, Freundchen. Glory! Athletik, sehr gut. 26. Waldbandit, Freibeuter, schade, nicht der Boss. Okay. So, jetzt die Frage. Ich muss das weitere Stück... Was ist die Frage? Wir haben keine weiteren Verstecke mehr, die irgendwie markiert sind. Hier sind auch überall andere Verstecke, aber... Mein Gott, wie groß ist denn die Karte? Da müssen wir jetzt zu dieser Istania-Tante gehen. Wenn wir überhaupt irgendwas bei der machen können. Wo war die denn nochmal? Oh Mann, jetzt muss ich nochmal gucken. Da oben, okay. Gehen wir da nochmal hin. Charisma. Oh, gut. Achso, wenn man das erstmal die Lords sieht, da kriegt man plus 2%. Eine 10%ige Chance, dass das so ist. Ja, Blödsinn. Und hier haben wir reduzierte Handelsstrafen. Machen wir das mal mit den Handelsstrafen. So, wenn wir eine Truppe Looter sehen oder so, können wir die ruhig platt machen. Ein bisschen unsere Armee aufmöbeln. Nicht die Freibeuter. Ah. 12. Nee, da müssen schon mehr sein. Guck mal, 24 Waldbanditen. Die hauen bestimmt ab. Oh nee, guck mal, ich bin schon schnell. Machen wir mal gerade. Ich habe wahrscheinlich weniger Verluste. Ja, ich habe zwei Tote. Oh Mann. Alter, geiler Loot. Irgendein schöner Bogen. Ich meine, wir sind ja sowieso... Wieder Hackenpfeile, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich könnte jetzt hier auch nochmal, Komm, die nehmen wir nochmal kurz mit. Ja,
Ja, jeder, der stirbt, hat es verdient zu sterben. Gegen Looter. 9 Verwundete. Man hat sehr viele Verwundete dadurch, aber keine Toten. Weniger Tote. So, wir machen jetzt erstmal kurz Schmieden. Und, verfeinern jetzt erstmal... Machen hier mal Eisen. Aus Schmiedeeisen. Ein Eisen. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Schmiedeeisen, Roheisen, warte mal. Stahl, feiner Stahl, Schmieden. Brauchen Stahl. Minus 3. Haben wir nicht. Das braucht... Ach, guck mal hier, das ist billiger. Hartholz und... Hergestellt. Hergestellt ist eine... Wie können das so benennen? Das ist ja geil. Jetzt kann ich nichts mehr machen, ne? Oh, dafür brauchen wir noch Hartholz. Okay, müssen wir weiter hier... Ne, Hartholz haben wir ja. Hartholz? Aber Hartholz habe ich gerade... Da steht 0. Guck. Obwohl wir auch noch Kohle haben. Was ich ja gerade hergestellt habe. Mach ich mal das Zeug hier weg. Silbererz, guck mal. Geil. Lass mal das hier mal so stehen. So, jetzt reden wir mal der blöden Tante. Lalalala, bla bla bla. Ja, ich brauche das Banner Rettung des Imperiums zu verwenden. Gut, dann werde ich sagen, ich bin in einem anderen Stück gefangen. Bla. Kehren Sie zu mir zurück. Nö, bestimmt nicht, du blöde Kuh. Ich werde das Banner für mich selbst verwenden. Da ist es. Okay. Kurz ausruhen. Ich kaufe mir jetzt einen Bogen. Wir haben 47.000. Obwohl, ich sollte schon sparen. Eigentlich sollte ich sparen. Lakai. Geil. Geil. Sehr schön. Es wird, es wird. Batanischer Held. Sehr gut, sehr gut. Alter, die rocken. Sind mir jetzt zu viele? Nee, oder? Guerillakrieger. Komm, wir brauchen mehr von. Dann gehen wir jetzt mal dahin. Die Drachen waren einfach in ihrer Nähe liegen und sie ihn nie geholt haben. Ich denke mal, das wird auch noch gerne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so Pillopalle bleibt. Ich dachte eher, das gehört vielleicht einem Lord, den man besiegen muss oder so. Aber anscheinend nicht. Ah. Okay, los geht's. Und Feuer frei. Ja, die Karte kennen wir schon. Ach, ist auch Schnee, deswegen sind wir auch sowieso so lahm. Und die rennen direkt da runter. Ich glaube, die sind etwas einfacher als diese normalen Bandit-Hideouts. Das Geile ist, die heben ja auch die Waffen eigentlich wieder auf, ne? Die Wurfwaffen. Pass auf, wir gucken mal, ob das hier auch wirklich so ist. Gucken wir, ob sie aufheben. Weil normalerweise war das mal so. Normalerweise habe ich das mal gesehen. Also Pfeile machen Bogenschützen auf jeden Fall. Das habe ich mal im Commander Battle gesehen. Schade, doch nicht. Schade. Naja, 21 Schaden. Ich liebe es, wenn die Luft voller Wurfinstrumente. Das war's schon. Und ist auch noch einer. Oh, eine Aufwurfsperre. Oder hätten sie noch zwei? Oh, da ging auch voll daneben. Okay. 5 Schaden. Ja, der Bogen ist halt Müll. Ich bin auch Müll. Sehr schön. Da kommen wir den. Hier. Oh ne, oh, das ist meine Ehegattin. Die ertrinkt gerade. So, da ist noch einer. Guck mal, die sind viel schneller als ich. Er kam nicht zum Aufstehen. Das ist noch einer, meine Güte. Oh. Jede Feldschlacht geht schneller als das hier. Wir trotten umher.
So, jetzt der Boss. Irgendwann. Ah. Ich duelliere mich nicht mit Lappen. Oh, shit. Sehr schön, keine Toten. Oh, Alter, im Ernst? Sind die hier alle drin? Boah. Boah, Alter, warte, müssen wir kurz aussortieren. Und zwar, vlandische Rekruten weg. Vlandische Lakaien auch weg. Alter, guck mal, batanischer Held. Batanischer Reiter, batanischer Speer. Wie viel sind wir jetzt? Da, Bergbanditenboss, geil. Reichsbauer. Das ist einer zu viel. Den Scheiß auf den Reichsbauer. Okay. Alter, was ist das hier? Das ist ein fettes Lager, Alter. Okay. Was machen wir denn jetzt? Ihr habt alle Teile des Drachenbandes gesammelt. Jetzt können Sie sich entscheiden, was ihr mit dem Stück machen wollt. Kehrt zu Estania oder Azor zurück, um euren Weg zu bestimmen. Wir scheißen auf das Imperium, weil es ist viel zu stark geworden, wie ihr seht. Ich würde gerne wissen, ob das einen Unterschied macht. Jetzt gehen wir erstmal zurück nach Marunat. Wir gucken mal kurz, was wir hier so Feines haben. Eine Kuh, drei Schafe. Das ist mein hergestelltes Einhandschwert. Meine Güte, das ist überhaupt nicht schlecht. 100. Okay. Kann ich Knüppel herstellen? Nee, oder? Ansonsten ist Schmieden halt sinnlos. Ohne Knüppel, ohne mich. Aber ich kann mal kurz hier die Schmiede betreten, ob das... Guck mal, jetzt haben wir Hartholz. Aber keine Holzkohle. Das verstehe ich nicht. Ich weiß, ein Bug. Vier, drei Stahl. Warte mal. Habe ich hier nicht was Billigeres? So, Stufe 1. Ne, es war das hier, ne? Ja. Die können wir auch nochmal alle einschmelzen. Aber wie gesagt, wenn die Fraktionen die ganze Karte nicht überrennen würden, dann würde ich auch einfach mal zwischen den Folgen so 20 Tage mit Schmieden verbringen ohne euch. Aber dann würde die halbe Karte einfach dem Imperium gehören oder schon die ganze Karte. Das ist unser Problem. Kann ich eigentlich geschmiedete Dinger wieder zerschmelzen? Oder komm, wir verkaufen die mal. 53, na gut. Lass mir das mal so. Komm, wir gucken jetzt mal kurz nach einem Bogen hier. So ist mit so ein einfacher Reiterbogen. 5000 irgendwas. Nehmen wir den jetzt mal. So. Thema beendet. Dann reden wir jetzt mal. Pass auf, wir müssen ihn mal abspeichern. Banner. Wunderbar. So, alles klar. Dann reden wir mal mit dem Lappen. Ich wollte jetzt überhaupt überlegt, ob ich einen Cliffhanger machen soll, aber... Ich habe alle Teile des Drachenbanners gesammelt. Und was jetzt? Ausgezeichnet. Wenn ihr das Banner ausrollt und die Männer sehen, was sie für verloren hielten, wird es einen bleibenden Eindruck machen. Offensichtlich sind sie vom Himmel für einen großen Zweck auserwählt worden. Ich sehe hier das Entstehen einer neuen Legende. Erlaubt mir, euch Bannerlord zu nennen. Ah, jetzt wissen wir, warum es Bannerlord heißt. Also, an die Aufgabe, dieses verfluchten Reich zu stürzen. Meiner Meinung nach lebt ihr zwei Möglichkeiten. Das ist cool mit der Legende und so. Ihr könnt euer eigenes Königreich schaffen oder ein bestehendes Königreich unterstützen. Wie erbaue ich mein eigenes Königreich? Wie kann ich ein bestehendes Königreich unterstützen? Jetzt die Frage, das eigene Königreich zu erstellen soll ziemlich buggy sein. Aber ich will natürlich mein eigenes erstellen. Um ein eigenes Königreich zu schaffen, müsst ihr einige Bedingungen erfüllen.
Ihr Clan muss unabhängig von jedem aktuellen Reich sein. Euer Clan muss beträchtliches Ansehen haben. Ihr müsst eine beträchtliche Anzahl von Männern versammeln. Schließlich müsst ihr die Siedlungen, sie eine Siedlung regieren, die nicht kaiserlich ist. Finde mich, wenn du bereit bist. Okay. Sonst machen wir halt Vlandia. Make Vlandia great again! Da müssen wir halt gucken. Ja, aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal kurz eine richtig krasse Armee aufbauen. Oder wir suchen uns einen Ort, den wir einnehmen, wie Oxhall zum Beispiel. Da ist niemand. Niemand. Echt niemand. Der, damit ein Problem hätte. Wir gucken mal gerade, wie viele Leute da sitzen. Ne, das wäre die Option eigentlich. Aber ich muss jetzt mal aufhören, Leute. Wir sehen uns wieder nächste Folge bei Mountain Blade Bannerlord. Und bis dahin wie immer, Leute. Haut rein.